Schenker verbindet meisterhaft regionale Einflüsse und Produkte mit seinen außerhalb Österreichs gesammelten Erkenntnissen. Das macht den besonderen Reiz seiner Küche aus. Das sagt der Jahrhundertkoch Eckhard Witzigmann über Vitus Winkler, den Drei-Hauben-Gourmillon und Vier-à-la-Carte-Mann. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen, Vitus Winkler! Vitus, ganz kurz, wir freuen uns auf einen wunderbaren Abend. Wir wissen schon, was dein Vorgänger uns serviert. Was kriegen wir von dir? Ja, von mir gibt es auch heute eine Gartenmoschee-Einsatz, sozusagen eine kleine Vorspeise. Waldspaziergang, da haben wir die letzten Steinpilze verarbeitet in einer Tarte mit einem Kräutermoos, verschiedene Wildkräuter, was wir selbst gesammelt haben, und verschiedenen Schäumen, Pilzerde, aber ein bisschen den letzten Wald, bevor der Schnee kommt sozusagen, war schon da bei uns in Salzburg allein. Ja, und dann gibt es noch ein Gold Egg. Gold Egg ist der Nachbarort bei uns in St. Veit im Bongau. Und da ist die Inspiration, da steckt das Ei drinnen, goldenes Ei. Und da wird es ein goldenes Ei geben mit einem Holunderbeeren-Sud mit Wildkräuter.